Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir zwar die letzte Arena bezwungen, doch wir haben den Orden noch nicht zurückbekommen. Wir sollen nämlich erstmal eine Prüfung bestehen oder so. Keine Ahnung, warum wir nicht den Orden sofort bekommen. Irgendwie will sie uns den nicht geben. Na, wir werden es bestimmt noch rausfinden. Erstmal gehe ich aber meine Pokémon heil, das ist ganz wichtig. Du sitzt grad, ich gleich noch ab. Das war's. Okay, wen packe ich nach vorne? Ich weiß, was auf mich zukommt, deshalb... bräuchte ich nicht wissen. Passt eigentlich. Ist eigentlich ganz okay so. So, wir haben heute Großes vor, kann ich euch sagen. Und zwar, wenn wir gleich die Höhle fertig haben, dann machen wir große Erkundungstour. Wie ist nämlich direkt hier die Höhle? Ich kann auch von hier lesen. Drachenhöhle voraus. Guten Tag. Da Sandra, die Drachenmeisterin, es erlaubt hat, darfst du eintreten. Vorher konnte man nicht hier rein. Aber jetzt kann man hier rein. Und ich finde, dieser Ort hat die schlimmste Musik aller Zeiten im ganzen Spiel. Ich mag diese Musik überhaupt nicht. Wenn es einen einzigen Track gibt in diesem ganzen Spiel, den ich überhaupt nicht mag, dann ist es dieser. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn so hasse. Aber jetzt ist er zum Glück weg. Ah. Aber jetzt ist er wieder da! Ah! Oh Gott, ich mag ihn einfach überhaupt nicht. Ich finde, das hört sich so schrecklich an. Da ist das Remake viel besser. Ist ein Item? Irgendwie nicht. Nö. Okay. Ah, und dann sieht man auch, wir kommen hier gar nicht weiter, wenn wir nicht den Whirlpool jemanden beigebracht haben. Ja, Haikarpfen. Na? Komm, nicht zerkratzen mal kurz. Ciao, danke. Sonst kommen wir hier nicht weiter ohne Whirlpool. Doch, zum Glück haben wir in Magonia City Whirlpool bekommen. Und können den somit jemandem beibringen, falls ich das noch nicht schon getan habe. Ich weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen her. Yeah. So, Garados natürlich. Wer sonst? Aber was wäre da jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, Server macht ja wenig Sinn. Fuchtler bis Drachenwut. Fuchtler ist eigentlich gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich mach mal Fuchtler weg. Bis ist mir da wichtiger, ehrlich gesagt. Bin kein großer Fan von Fuchtler. Okay, und nun können wir da immer noch nicht rüber, aber wenn wir erstmal A drücken, dann können wir rüber. Denn damit können wir aus irgendeinem Grund Whirlpool-Teils zu ganz normalen Wasserteils ändern. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, dass du einfach so einen Whirlpool kaputt machen kannst. Aber okay. Man muss auch dazu sagen, im Remake ist das besser gelöst worden. So, und das war's auch schon mit dem Ort. So, erstmal wegskippen. Hier müssen wir nämlich hin. Doch, ihr seht schon, wir können noch nicht rein. Wir müssen da von der anderen Seite rein. Heißt, was ich hier gerade mache, macht gar keinen Sinn. Und ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Aber man kriegt hier einen Drachenzahn. Ich glaube, der versteckt Drachenattacken. Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, ich würdige deine. Ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Hä? Bug? Was? Okay, das ist ein Bug. Okay, was? Das soll so nicht passieren. Vielleicht ist das auch kein Bug, vielleicht soll man hier gleich hin, aber anscheinend habe ich was geskippt. Okay, das soll so nicht passieren. Ich werde nochmal resetten und das nochmal richtig machen. Anscheinend bin ich durch aus Instinkt nochmal außen rum geschwommen, weil ich wusste, dass es da weitergeht. Oh Gott. Ja, wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, neuer Safe. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt machen wir es richtig. Anscheinend sollen wir hier einfach nur geradeaus nach unten. Ach, mit dieser Musik. Okay, ehrlich, hört sie auf. So, geradeaus nach unten. Wir haben nie irgendwas geskippt. Es ist nichts passiert. Mal ganz normal alles weiter. Drachenschrein. Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle gelebt haben sollen.
Oh. Anscheinend gibt's diese ganze Sequenz hier mit den ganzen Weisen nur im Remake. Das habe ich dann gestern. Da habe ich doch alles richtig gemacht. Uff. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ah, ich habe. Warum dachte ich, das wäre ein Bug? Anscheinend war alles richtig, was ich getan habe. Oh Gott, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfinden. Okay, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was bei mir los war. Ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Bug. Anscheinend bin ich noch das Remake gewohnt, wo man da diese ganze Sequenz hat mit den Weisen. Oh, ich habe vergessen, Würfel beizubringen. Ah. Ja, das passiert. Okay, alles war ganz normal. Es sollte so passieren. Anscheinend war es im Original noch anders. Okay, ich habe nichts gesagt. Ein Drachenzahn. Ich glaube, das versteckt Drachenattacken. Bin mir aber auch nicht sicher. Oh, Sandra, ich habe mich ja überhaupt nicht erwartet. Okay, ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Ich möchte dir noch diese TM geben. TM 24. Aber weißt du, was lustig ist? 24? 25? Okay, sorry. Sie enthält Feuerodem. Oh, das ist eine gute Attacke. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Du hast also alle Orden gesammelt. Dein Ziel ist die Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau. Weißt du, wie du dorthin gelangst? Gehe von hier nach Neuborgia. Setze Surfer ein und begib dich nach Osten. Diese Route ist sehr hart. Wage es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Okay, entspann dich. So, und ich habe keinen Bock, mit dieser Musik hier zurückzuschwimmen. Wo ist mein Fluchtseil? Habe ich ein Fluchtseil? Bitte sag mir, ich habe ein Fluchtseil. Oh mein Gott, ich habe Fluchtseil. Weg hier! Musik! Okay, die Musik hat aufgehört. Professor Lindruf dann? Hallo, Mike! Ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Bis später. Klick. Piep, piep, piep. Klar. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber das können wir gerne auch machen und ich habe keinen Fliegen, oder? Ich habe keinen Fliegen. Ja, wow, cool. Dann würde ich sagen, was machen wir? Wir haben ein paar Sachen zu tun, die wir machen könnten. Ich würde mal überlegen, was wir zuerst machen. Zack. Ich würde aber tatsächlich sogar vorschlagen, dass wir jetzt den ganzen Weg nach Neuborg hier von hier aus nach unten zurückgehen. Das bedeutet, von hier aus, wenn man auf die Karte schaut, von hier aus geht es nach unten. Und da unten rechts ist Neuborg hier. Das heißt, wir müssen diese Route nach unten beschlagen. Aber eigentlich wollte ich nach ganz links nochmal hin. Ich weiß nicht, wir könnten aber auch erstmal die Route machen. Oder wir machen es erstmal nicht. Oder wir machen erstmal die Route, oder wir machen es erstmal nicht. Ja komm, wir machen die Route. Route 45, Bergweg voraus. Tja, und jetzt kann man hier die Route zweimal machen. Also wie werden sie zweimal machen? Man kann nämlich nach links und nach rechts gehen. Und hier gibt es auch einen Höhleneingang, an den ich mich nicht erinnern kann. Aber man kann hier so ein bisschen cheaten. Merke ich gerade. Okay, egal. Ich weiß nicht, was das für eine Höhle ist. Ich hab's vergessen. Kann sein, dass sie für später noch wichtig wird. Aber hat sie nicht gesagt, wir können das Kaskade einsetzen? Wir haben doch gar keine Kaskade, oder? Haben wir Kaskade? Wir haben Kaskade. Oh. Oh. Ja. Ja klar, dass Gyarados das einsetzen kann, aber das bringt mir gerade wenig. Okay, ich muss sortieren. Was möchte ich erstmal machen? Ah, wir haben so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Route hier. Ich glaube, das macht jetzt momentan am meisten Sinn. Du ist die letzte Route, die wir machen können. Und deshalb machen wir das jetzt. Meine Pokémon sind voller Energie. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, weil ich möchte eigentlich diese heutige Folge noch einen
anderen Plan nachgehen, aber ich weiß nicht, ob daraus noch was wird. So, und ihr seht, das ist eigentlich hier unten ein sehr guter Training, falls man nicht gegen Sandra ankommt. Falls man zum Beispiel vielleicht noch underleveled ist oder so. Sollte man hier definitiv ein bisschen leveln, dann ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, wir haben das schon 20.000 Mal gesehen, wie man gegen einen Onyx kämpft. Deshalb ist es eigentlich egal. Wir wissen alle, wer gewinnt. Wir gewinnen. Oh Jemini, ich bin der große Verlierer. Tja. Ich bin eher langsam, was das Denken betrifft, weißt du? Deswegen setze ich auch alles vor aufs Kraft. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst mir deine Telefonnummer? Ich bin einsam. Und so, meine Frau hat mich verlassen. Ich hätte gern irgendwie zum Reden. Tut mir leid, Mann. Juckt mich einfach nicht. Jetzt auch ein bisschen gemein, tut mir leid. Welche Kampftechnik verwendest du? Setze starke Attacken nicht völlig willkürlich ein. Are you sure about that? Was hast du denn so? Mira? Drei Pokémon? Ein. Und ein. Sie kämpfen sich jetzt. Der eine macht. Das macht sehr, sehr viel Damage. Der andere macht. Das macht gar keinen Damage. Ein kleiner Kratzer. Ja, mach mal Kratzer. Dead. Zack. Level up. Ein Schillock. Oh. Okay. Hallo Schillock. Dich werden wir jetzt besiegen. Tot. Oder auch nicht. Volltreffer zwar, aber reicht noch nicht aus. Ja, komm, hau ab. Verschwinde. Und noch ein Chillock? Wieso hast du zwei Chillocks? Voll langweilig. Aber danke für die kostenlosen Erfahrungspunkte. Wie gesagt, da kann ich schon farmen. Level up und das war's. Gut, dann habe ich eben verloren. Ich mag keine übermäßig starken Attacken. Ich will gewinnen, aber ich möchte dabei keine Pokémon verletzen. Tja. Muss auch mal Sachen in Kauf nehmen für den Win. Ich spezial, kann aber keine Items tragen. Ja, möchte ich auch nicht haben. Aber dann wisst ihr zumindest, was man hier finden kann. Was gibt's hier? Eine Beleber. Das ist natürlich sehr wichtig, den zu haben. Und ich glaube, hier ist das Ende. Kann das sein? Oh Gott, ich sehe einen Höhleneingang, der aber gerade egal ist. Oh, Bären. Ist das normale Bären? Nee, ist nicht. Ist ja damit. Ah, hier ist eine normale Bäre. Okay, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und Leute, die dieses Let's Play schon ein bisschen verfolgen, wissen, warum wir die mitnehmen sollten. Deshalb schmeiß ich mal irgendwas weg, was ich nicht benutzen werde. Eisheiler. Werde ich nicht benutzen, das weiß ich jetzt schon. Gib mir die Beere! So, die werden wir bestimmt auch noch abgeben. Wahrscheinlich nicht heute. Aber demnächst. Oh. Oh Gott, wie lang ist denn diese Route? Die ist ja größer, als ich gedacht habe. Ich trainiere auch Pokémon. Möchtest du gegen mich kämpfen? Eigentlich nicht, nein. Nein, eigentlich nicht. Möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nur erkunden und die Route beenden. Aber du stehst mir im Weg. No. Eigentlich kann man die ganze Route hier skippen, wenn man Bock hat. Aber ich möchte euch ja gerne alles zeigen. What? Well. Ich habe mein Bestes gegeben und das reicht leider nicht. Ich gebe ganz offen zu. Ich habe verloren. Oh, das ist eine große Neuigkeit, von der niemand was geahnt hätte. Ich trainiere auch Pokémon. Kämpfen wir. Das war straightforward. Okay. Was haben sie denn so? Lotte schickt Polita. Polita ist tot, weil Wasser. Skrrr. Ach, übrigens, Whirlpool macht übrigens nicht viel Damage. Dafür versetzt es aber einen in den Whirlpool-Status, dass man jede Runde ein bisschen Schaden nimmt dadurch. Oh, Windhose! Das ist eine sehr gute Attacke. Die sollten wir eigentlich erlernen lassen. Und ganz ehrlich, ich mach dafür sogar Biss weg.
Betons ist eine sehr gute Attacke, da bin ich auch froh darüber, wenn wir die haben. So, und noch ein Bonita. Ja, komm, hau ab. Bye, bye. So ein Mist. So ein Mist. Ich habe schon in vielen Arenen gekämpft, aber die in Dunkelheit sind dir mir am besten gefallen. Sie ist voller schöner Blumen. Wow, du bist ein starker Gegner. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Okay. Dein Telefon hat keinen freien Speicherplatz mehr. Oh. Nein, ich kann keine Freunde mehr haben. Wir haben schon das Maximum erreicht. Ja. Von vielleicht 5 Leuten, die wir gespeichert haben oder so. Das war's. Cool, oder? Definitiv cool. Papa ist ein Mirror. Route 64. Nein, andersrum. 4, 6, weg, voraus. Das heißt, das heißt, wir sind hier. Okay. Ja. Jetzt haben wir nur den ganzen linken Weg erkundet. Und mir fällt gerade auf, ich komme nicht mehr nach oben. Aber ich kann euch zeigen, wo wir jetzt hier sind. Ihr kennt nämlich bestimmt diesen Ort wieder. Ja, das hier ist die erste Route, in der wir waren. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Ich hab nicht mal Zerschneider. Gar nichts. Ich möchte meinem Pokémon halt keine Fäulnis beibringen. Oh mein Gott, Taubsi Level 2, Hilfe! Oh mein Gott! Okay, stimmt, egal, gar nichts. Ja, dann, ich hab keine Ahnung, was ich diese Folge machen möchte. Es gibt so viel zu tun. Und es verschwindet ganz viel Zeit. So, aber ihr seht. Hier sind wir. In Neuburg hier. So, aber wollen wir noch mal sehen, was Professor Lind von uns möchte. Hi Mike, dank dir konnte ich die Forschungen hervorragend voranbringen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Meisterball. Der Meisterball ist der beste von allen. Er ist der ultimative Ball. In ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Mike. Wow! Können jetzt mit diesem Ball egal welches Pokémon fangen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächstgelegenen Taubsi, denn ich wollte schon immer meinen Taubsi haben. Nein, natürlich nicht. Ich habe leider kein Fliegen und ich kann niemanden von meinem Pokémon Fliegen beibringen. Und bitte sag mir, hier drin ist eine Box, eine Pokémon-Box. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Ist das eine Box? Nein. Oh nein, muss ich jetzt den ganzen Weg... Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe dann den ganzen Weg nochmal zurück. So, da sind wir wieder. Und ich habe jetzt tatsächlich doch ein Taubsi gefangen. Und das Fliegen beigebracht. Das heißt, ich fliege ab jetzt auf einer kleinen Taube rum. Ist das nicht super? So, okay. So, wir sind nach links abgebogen letztes Mal. Jetzt gehen wir mal den ganzen Weg nach rechts. So, jetzt kann man doch nochmal nach links und rechts. Aber wir gehen jetzt mal ganz, ganz rechts lang. Das soll jetzt übrigens nicht meine politische Meinung sein. Was hältst du vom Pokémon-Training? Von deinem oder allgemein? Ja, allgemein. Super Sache, ne? Muss ich mir deins bewerten hier, Arne. Taubos. Okay, ziemlich cool, aber gehackt. Ein gehacktes Taubos. Das kann nämlich nicht auf Level 25 sein. Du Cheater! Dich müssen wir dafür bestrafen. Aua. So. Down. Und dann noch kommt er noch Elektrik. Was machen wir dagegen? Ich weiß es nicht. Jetzt oben ein, glaube ich. Ja. Das wird ganz gut sein. Giftpuder. Ach, warum mache ich das? Macht doch keinen Sinn. Ich habe einfach nur A gedrückt beim Vorspulen. Ich gebe es dazu. Aber das Ding kann nicht. Ist mir egal, ob ich Damage nehme. Das Ding wird down sein. Denn du schlägst es jetzt selbst. Nein! Doch nicht! Überlebst! Nein! Dead. Ah, you dead. Das ist nicht gut. Kratzer. Tja, jetzt staubt wohl Melly die ganze Erfahrungspunkte ab. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. Du verdienst meine ganze Hochachtung. Dankeschön. Wie ich sehe, ziehst du deine Pokémon mit Sorgfalt auf. Die Gemeinschaft, die du bildest, wird dich in gefährlichen Situationen retten. Ja, schon klar. Amphi muss mal gelevelt werden. 34 ist ja gar nicht weit
Item gibt es jetzt zu finden. Und es wäre eine doppelte Drange. Kann sein, dass wir die Folge ein bisschen länger machen. Ich möchte heute viel erreichen. Ich habe hier ganz allein trainiert. Sieh die Früchte meiner Arbeit. Aha. Udo. Maschor, das ist nicht gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Dann tue ich Garados rein. Whirlpool und Surfer. Und tot. Yeah! Ah! Das schreit nach extremen Maßnahmen! Ich ziehe mich zurück in die Berge, um mich in Alleinsein zu üben. Oh, du bist ziemlich stark! Wollen wir Freunde sein? Nee. So, links da unten. Ich gehe nach unten. Und es war eine dumme Entscheidung. Fuck. Warum ich auf Berge klettere? Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere? Weil es sie gibt. Versucht mal unten in den Kommentaren irgendeinen lustigen Satz darauf zu bilden. Einfach am Ende schreiben, weil es sie gibt. Anscheinend kann man das ja für alles benutzen. So, Garados kann hier ganz viel Erfahrung fressen. Ah, komm, Dickdreh, machen wir auch noch schnell platt. Easy. Niederlagen, die gibt es auch. Ja. Pokémon zu entdecken war das Beste, was mir passieren konnte. Und warum? Ja, weil es sie gibt. Ah, hier rechts auch noch einer. Okay, merken wir uns. Und hier unten ist anscheinend noch eine Beere. Ein Obstbaum. Eine Rätselbeere. Aha. Das war mein Rätsel, wie die da hingelangt ist. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge von Pokémon Silber beenden wir diese Route. Also gut, ich zeige dir die Kraft von Berg-Pokémon. Wollte ich es ja auch nicht, aber okay. In der nächsten Folge beenden wir diese Route und machen dann ein großes Abenteuer. Und warum muss er so viele Pokémon haben? Wisst ihr was, das spüre ich jetzt komplett vor. Er hat nur Kleinsteins. Er hat nichts anderes außer Kleinstein. Das ist einfach nur zum schwachen Pokémon-Level fahren. Zack, und das war's. Ich hab nicht mal gelesen, was er gesagt hat. Das ist so unnötig. Es ist vorbei. Auch gut. Wir Wanderer sind ebenso. Tja, 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 tja. Und hier ist das Ende. Yep. Oder wisst ihr was? Eigentlich würde ich gerne jetzt in dieser Folge diese Route zu Ende bringen. Die ist so langweilig. Machen wir einfach ein bisschen überziehen. Wir fliegen auf der Taube! Yeah, so. Achso, schnell heilen. Dann nach unten ziehen. Wir gehen mal hier lang. Und ist ein Trainer. So, ihr habt alles vorbereitet. Lasst mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Ja? Mach Holo. Mhm, aber deine Pokémon sind nicht so gut trainiert, ne? Bye bye. Georock, bye bye. Mach Holo, bye bye. Oh, ich hab verloren. Das siehst du richtig, mein Freund. Ich geh zum Eisfahrt bei Ebenholz City, um etwas mehr zu trainieren. Okay, ciao. Ba, ba, da, ba, ba. Oh, Funpi, süß. Funpi ist sehr, sehr toll. I like it. I like it very much. Ja, ja. Guten Tag, ich habe mal schon besiegt. Okay, anscheinend waren wir hier schon überall. X-Spezial. Ach, hier waren wir doch. Mm. Ja, ja, ich weiß schon, Leute. Ups, hier wollte ich eigentlich nicht hinfliegen. Das habe ich jetzt aus Versehen so gemacht, weil ich es vorgespult habe. Kann passieren. Los, Taube! Trag uns irgendwie wieder zurück. Oh. Mike, howdy! Ich bin's, Udo. Ich bin auch noch ein bisschen Scooby-Time, okay? Guck mal, ich habe sogar ein cooles Blutzucken. Nein. Lass mich in Ruhe. Du kriegst keine Screen-Time von mir. Über meine Leiche vielleicht. Da war sonst gar nicht. Ich glaube, das war's sogar von dieser Route, oder? Weil irgendwie... bin ich jetzt die ganze Zeit
welchen Weg lang gelaufen. Kann sein, dass es noch ein bisschen was auf dieser Route gibt. Ich weiß nur noch, dass es hier ganz rechts noch einen Trainer gab. Ja, ganz rechts soll es noch einen Trainer gegeben haben. Ja, genau hier. Den machen wir noch hier. In der nächsten Folge machen wir was Cooles. Hey, du hast Mumm in den Knochen. Aber weißt du was? Wenn es um echte Courage geht, bin ich der Mann. How about now? Du hast vielleicht die Courage, aber du hast nicht die Kraft. Guck ihn dir an. Guck ihn da an. Okay, komm, setz mal ein Amphi, krieg dich. Ja, wow. Wow, Finale. Und dann sagt er, ja, ich hab Mumm, ich bin der Mann. Setzt aber dann eine Selbstzerstörungsattacke ein, weil er weiß, dass er mich tatsächlich down kriegt. Traurig. Hallo Geobatz. Ciao Geobatz. Traurig. Einfach nur traurig. So beenden wir die Folge. Aha. Okay. Meine Pokémon waren leider nicht couragiert genug. Mhm. Mensch, wie ich dieses KP Plus liebe. Lecker. Ich trinke immer die von meinem Pokémon. Ich kann nichts dagegen tun. Weirdo. Okay. Why? Hi, Funky. Gott, der seltsame Typ. Ich mag ihn nicht. No. Okay, hier ist das Ende. Ja, hier ist das Ende. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich an eine Positivwertung freuen. Ich weiß, die Folge war jetzt sehr lang, aber ich wollte einfach jetzt diese blöde Route hinter mich bringen. Ich weiß nicht mal, ob sie fertig ist, aber sie ist jetzt einfach fertig. Punkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, wir machen was Cooles, Legendäres. Haut rein.